Fiti Shisha wieder am Start, neuer Tabak hier vom Markt, alles für euch parat. Du bist ja wieder voll in Fahrt, Mann. Ja, bestens vorbereitet. Egal, ich. Wollen wir nicht lang dran rumreden hier. Und zwar haben wir jetzt von Seven Nights Mandingo. Die haben jetzt wieder ein paar neue Sorten, ich glaube drei neue, ne? Drei neue. Ja, auf jeden Fall, bei Mandingo handelt es sich um Tabak mit Himbeer, was ist da noch, Mango und Banane und einer Milchcreme. Ja, wenn man so am Tabak riecht, ja, man riecht sofort, der riecht sehr, sehr cremig, sehr milchcremig so, ja, wie es sein soll. Und ja, du schmeckst, also riechst im Prinzip alle Sorten, die ja aufgezählt sind, schmeckst du, beziehungsweise riechst du auch raus. Ja, ich würde aber sagen, die Mango, die kommt ein bisschen mehr zum Vorschein. Und preislich liegt das Ganze bei 14,90 Euro, wie immer, für 200 Gramm. Genau. Ja, Janis, mit was rauchen wir überhaupt? Wir rauchen heute mit meiner MPS. Ich hoffe, man sieht das. Die habe ich vergolden lassen in 24 Karat Gold. War nicht allzu teuer. Ich glaube, um die 80, 90 Euro habe ich bezahlt. Komplett mit ja, Bowl, Base, Tauchrohr, Pipapo. Naja, spielt jetzt auch keine Rolle. Wir rauchen mit dem Broad-Aufsatz, Tonkopf, Kaminaufsatz, drei Kohlen mit relativ viel Hitze. Und ja, Kopfbau blenden wir natürlich ein. Zum Schnitt sagt der Alex was. Ja, Schnitt ist anders, wie ich gewohnt bin von Seven Nights. Der ist sehr klebrig, leider. Kopfbau ist ein bisschen schwer zu machen, aber mit den Fingern ist das kein Problem. Oder wenn man den Tabak ein bisschen in der Dose auflockert, ein bisschen schüttelt, ein bisschen herumwirft, dann geht das alles. Ja, Qualm tut der recht dicht, oder? Ja, ist ganz gut. Der Qualm ist gut, der Qualm ist dicht, der kratzt nicht. Wir haben ihn jetzt schon 20 Minuten drauf, schön angeraucht. Hitze ist relativ weit aus, ja, relativ ist mittig, ja. 50-50 würde ich sagen. Mit Hitze drauf. Ja. Also geschmacklich. Geschmacklich. Sieh mal. Sehr cremig auf jeden Fall, angenehm fruchtig. Ja. Also ich würde sagen, die Himbeeren kommt meiner Meinung nach, die Himbeer und die Creme, also die Milchcreme, die kommt ein bisschen mehr zu Vorschein wie alles andere. Und die Mango hast du mehr so einen Nachgeschmack. Ja, die Mango beim Ausatmen zum Schluss, ja, ist ein bisschen doof erklärt, aber die Mango kommt zum Schluss von der Banane, die bleibt ein bisschen auf Strecke meiner Meinung nach. Aber an sich ist das ein geiler Tabak für den Sommer. Ja. Lässt sich vernünftig rauchen, wahrscheinlich ein bisschen lange, so wie er jetzt, wie er mir jetzt zu Vorschein kommt hier. Ja, was sitzt da noch an? Was geben wir dem Tabak für eine Note? Also ich würde den ganzen, da mir jetzt spontan kein anderer Tabak zum Vergleichen einfällt, finde ich, ist das ein Eigengeschmack. Mir gefällt der sehr gut, da ich ja total auf Fruchttabak stehe und damit dieser Cremenote, das betont das echt top. Ich würde dem echt eine 9 von 10 Punkten geben. 9 von 10? Bist du sicher? Das ist ganz schön. Ich finde den total geil. Das ist ganz schön heftig, ne? Ey, ich würde mich eher auf eine 8 einlassen. Aber gut, wenn Janis eine 9 meint, dann würde ich sagen eine 8 plus. Ja. Also für alle, die gern fruchtig rauchen. Und cremig, die ist wirklich sehr cremig. Ja, ist wie so ein, ja, wie so ein Milchshake quasi, kann man sagen. Ja. Ja, das war's alles. Haben wir sonst noch was hinzuzufügen? Nee, falls ihr noch Fragen zu dem Tabak habt, wir machen es ja gerne kurz und knackig, ja. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ich meine, preislich ist ja jetzt nicht teuer, könnt ihr euch auch mal gönnen. Lohnt sich auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von uns. Und ja, wir rauchen ihn jetzt erstmal zu Ende und arbeiten dann weiter an unser Projekt hier, das wir noch offen haben. Genau. Das werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Wir haben angefangen. Wird eine ziemlich geile Sache werden. Vor allem eine einmalige Sache, die so, oder die es im Prinzip fast noch gar nicht gibt. Nee, ich habe es noch nie gesehen. Zumindest nicht in Deutschland. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und bleibt immer auf den Laufenden. Ansonsten, ja, baue ich meine Shisha wieder zusammen und rauche mal weiter. Und wir wünschen euch natürlich einen guten Rauch und sagen bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.